Mehr als 6.300 Aktionäre strömen in den Mannheimer Rosengarten zur 67. BASF-Hauptversammlung. Die Spannung vor der ersten Eröffnungsrede von Martin Brudermüller als Vorstandsvorsitzender ist spürbar. Als junger Forscher hat mich die Chemie begeistert. Und diese Begeisterung hält bis heute an. Von Anfang an ging es mir darum, Neues zu entdecken, Produkte besser zu machen und Innovationen voranzutreiben. 3 Jahrzehnte später bin ich noch genauso leidenschaftlich bei der Sache. Und ich kann Ihnen versichern, mein Herz schlägt für dieses Unternehmen. Mein Herz schlägt für die BASF. Es gibt wahrlich angenehmere erste Male. Die Zahlen aus dem Vorjahr sind bekannt. Aus der Enttäuschung macht Brudermüller keinen Hehl. Das erste Quartal 2019 stellt sich wie erwartet dar. Rosig sind die Zahlen nicht. Der Umsatz steigt um 3%, doch das Ergebnis geht im Vergleich zum Vorjahresquartal um 24% zurück. BASF muss auf die veränderten Marktbedingungen reagieren und sich selbst verändern, so die Devise. Die Strategie ist festgelegt, die ersten Maßnahmen umgesetzt. Der Prozess läuft und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das Ziel bleibt, bis 2030 klimaneutral wachsen. Wir können und wir müssen besser werden. Und das machen wir jetzt. Wir bringen mit unserer Strategie den Kunden ins Zentrum. Bei allem, was wir tun, stärker als bisher. Wir wollen das weltweit führende Chemieunternehmen sein. Für unsere Kunden. Und dafür haben wir 6 strategische Felder definiert. In jedem soll BASF führend sein. Durch Innovationen sollen neue Produkte für Kunden entwickelt und technologische Abläufe bei der Produktion verbessert werden. Auch durch Digitalisierung sollen bestehende Prozesse optimiert oder neue digitale Geschäftsmodelle entwickelt werden. Sicherheit und Zuverlässigkeit werden weiter vorangetrieben. Die Portfoliostruktur wird vereinfacht, die Mitarbeiter neu und näher am Kunden organisiert. Der Verbund wird gestärkt, auch mit dem geplanten Standort in China. Auch wenn die Nachfrage aufgrund des Handelsstreits mit den USA dort zuletzt deutlich abkühlte, ist klar, die Zukunft gehört dem chinesischen Markt. Große Bedeutung hat das Thema Nachhaltigkeit. BASF ist sich der eigenen Verantwortung bewusst. Im Foyer des Rosengartens stoßen unter anderem die Ziele der Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt auf reges Interesse der Besucher. Die Allianz gründete BASF im Januar gemeinsam mit weiteren internationalen Unternehmen. Zudem informiert BASF über das Projekt ChemCycling, das chemische Recycling von Kunststoffabfällen. Großes Potenzial hat die Elektromobilität. Durch steigende Absatzzahlen soll BASF als wichtiger Zulieferer für Batteriematerialien punkten. Es ist die weiterentwickelte Strategie, die Martin Brudermüller unabhängig von den Zahlen voller Optimismus in die Zukunft blicken lässt. Ein Optimismus, der auch auf die Aktionäre überschwappt. Und das, obwohl der Aktienkurs Ende 2018 im Vergleich zum Vorjahr kräftig nachließ und das Jahr 2019 als Übergangsjahr als schwierig eingestuft wird. Die Dividende soll jedoch jährlich steigen. Für das vergangene Geschäftsjahr liegt sie bei 3,20 Euro pro Aktie. BASF. We create chemistry.